wenn man unsere Mannschaft hat spielen sehen diese Saison, also wenn das temperamentlos ist, dann weiß ich nicht, was Temperament überhaupt bedeutet. Ich glaube, wir spielen Fußball mit extrem viel Herz, mit sehr viel Überzeugung, mit sehr viel Leidenschaft, sehr viel Willen. Und wenn man gesehen hat, wie die Mannschaft da über 90 Minuten am Mittwoch gekämpft hat, um jeden Grashalm da auf dem Platz, was auch notwendig war gegen diese Mannschaft, ja, dann kann man meiner Mannschaft das sicherlich nicht absprechen. Wir müssen einfach unser Spiel durchziehen. Das ist die Herausforderung. Und das ist uns da nochmal klar geworden, dass wir eben halt ja, nicht nachlassen dürfen, eben halt sehr aktiv zu sein gegen den Ball. Dadurch, wir haben das Spiel in Stuttgart kippen lassen, weil wir nicht mehr unser Spiel gespielt haben, sondern irgendwas anderes gespielt haben. Schalke ist eine hervorragend besetzte Mannschaft, haben einen neuen Trainer und ja, haben natürlich nichts zu verschenken, werden sicherlich hier auch auf Sieg spielen. Also von daher freuen wir uns auf ein intensives Spiel, wo wir natürlich glauben, trotz der kurzen Zeit zwischen den beiden Spielen eine Top-Leistung abrufen zu können. Und natürlich wollen wir einen Heimsieg feiern. Er hat jetzt zwei Spiele gemacht mit Schalke, die haben sie beide gewonnen. Und sicherlich ist zu sehen, dass man auf defensive Stabilität setzt, dass man versucht, immer halt sehr kontrolliert zu spielen, sowohl im Spielaufbau auch als im Spiel gegen den Ball, setzt auf ja, Umschaltmomente nach Ballgewinn. Und das ist sicherlich etwas, was Schalke schon immer gut beherrscht hat, eben halt aus dem Konter heraus Tore zu erzielen. Wenn Papa spielt, dann spielt er, weil er ein guter Spieler ist und weil wir ihn brauchen, ne? Und weil es einfach aus der Situation heraus passt, dass er jetzt gerade vor diesem Schalke-Spiel wieder in einem guten Zustand ist. Er war ja jetzt auch dann lange verletzt, haben ihn wieder herangeführt. Hat ihn sicherlich auch getrieben so ein bisschen, diese Situation. Hat das jetzt am Mittwoch, hat er der Mannschaft sehr geholfen. Das hat ihm sicherlich auch nochmal Selbstvertrauen gegeben, falls er dann morgen spielen würde.